Was geht? Skylanders Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute, Freunde, habe ich euch mitgebracht Aeons Elite Ewaptor. Und ich muss sagen, Freunde, wenn ich mir jetzt schon so angucke, ne, der ist mega geil, Freunde. Der ist mega, mega geil. Der sieht so brutal geil aus. Jetzt kam ja, oder ich hoffe, dass die jetzt schon überall draußen sind. Auf jeden Fall, als ich in München war, war er bei Müller am Stehen gewesen, zusammen mit Aeons Elite Gilgwanti, die letzten beiden Aeons Elite Figuren. Und ja, Freunde, heute machen wir so ein kleines Vorstellungsvideo, wie er im Spiel aussieht, seine Werte etc. PP, kennt ihr alles von mir, Freunde? Ich würde sagen, legen wir los. Geboren zum Brennen. Guckt ihn euch an, Freunde, guckt ihn euch an. Boah, guck, wie der glänzt, guck, wie der glänzt. Boah, richtig cool, Freunde, richtig cool. Jetzt schon 870 Lebenspunkte. Sehr, sehr cool, oder, Freunde? Sehr, sehr cool. Boah, richtig gut, ne? Ewaptor gehört mit zu meinen Lieblings-Skylander-Figuren. Sowieso, also, ja, sieht aus wie eine Kugel, wie so eine Lavakugel mit zwei Beinen und vier Armen. Nichts Besonderes, Freunde, aber trotzdem gehört er mit zu meinen Lieblingsfiguren. Sieht hammer, hammer geil aus. Da kann man einfach mal nichts gegen sagen, Freunde. Ja, mega. Mega cool. Guckt euch das mal an, wie der leuchtet. Richtig gut. Rüstung, Freunde. 54. Tempo liegt bei 50. Der kritische bei 90. Elementarkraft liegt hier bei 60. Und seine Kräfte, Freunde, haben wir den Lavawurf und die Eruption. Mega Magma-Kugeln ist seine Seelensteinfähigkeit, weil das ist ja eine Neuauflage der Figur von Spywars Adventure. Oh, das Portal rastet aus, Freunde. Das ist ja eine wiederkehrende Figur von, oder eine neu aufgelegte Figur von Spywars Adventure. Und ja, Freunde, da muss ich wirklich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe drei Aeons Elite. Ja, drei Stück. Trigger Happy, Ewaptor jetzt und Stealth Elf, die wollte ich ja sowieso alle gerne haben. Die anderen, ja, sind nicht so meine Favoriten, sag ich mal. Da hätten sie auch andere nehmen können, ne? So, ja, finde ich sehr, sehr cool. Muss ich jetzt auch schon ehrlich so sagen, jetzt ist, Freunde, wir gehen mal ein bisschen aufleveln, oder? Sollen wir mal, komm, ne, wisst ihr, was wir machen, Freunde? Wir laufen mal hier ein bisschen rum. Lass uns mal gucken, was hier noch so schön ist, so, ist alles. So, dann machen wir hier Balanceakt, jawohl, genau, da müssen wir nochmal alles machen, Freunde, ne, mal einmal hier durch die Skylands hier rasen und dann mal hier nachgucken. Hier zum Beispiel, ne, wenn ich da jetzt drauf drücke, da passiert bestimmt was, aber das lasse ich jetzt sein, Freunde, denn heute geht es ja nur um Ewaptor und, ne, Freunde, wisst ihr was, wir gehen jetzt doch nicht gucken, wir gehen jetzt doch kämpfen. Wir gehen jetzt nach Brocks Arena und dann werden wir da mal was erledigen. Ein paar Gegner nämlich. So, habe ich schon gesagt, wo ich den gekauft habe? Ich glaube nicht. Bei Müller habe ich den gekauft, Freunde. Standard 20 Euro. Also wenn ihr irgendwo so einen Drogeriemarkt Müller mit Multimedia-Abteilung habt, ruft an, Freunde, fragt nach, ob sie da einen liegen haben, legt euch den zurück. Weil, ja, die Elite-Figuren sehen mega aus. Ja, da kann man sagen, was man will dagegen. Also, die sehen so hammergeil aus. Das schimmert so, das glänzt. Hammer. Wirklich, 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 wirklich Hammer. Also, ich bin da immer sehr fasziniert von. So, wisst ihr, was wir mal versuchen? Werde ich sowieso nicht schaffen, weil der einfach zu dick ist, der kleine Dicke. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Und bevor ich hier ganz faile, mache ich das mal lieber. So, beschütze die Herde. Das werde ich wahrscheinlich können. Hoffe ich doch mal. Ganz schwer. Ich habe auch extra für Elite-Figur, habe ich extra mein gutes Hemd angezogen, Freunde. So, hier ist meine Herde. Das ist doch schon mal optimal, muss ich sagen. Hallöchen, hier. Schöne Lammkoteletts. Juhu. So, Shieldies haben wir hier, Freunde. Hier haben wir Shieldies. So, die müssen wir direkt mal kaputt machen hier. So.
Ton hoffe ich doch mal ist gut. Ich kann auch ein bisschen lauter machen mal. Ja, mach ich mal ein bisschen lauter für euch hier. Ja, zack. Oh, oh, oh. Oh, da haben sie hier, die da, die sind richtig saugefährlich, die Dinger hier. Ah, die sind abartig. Zack, schöne Sache. Juhu. So, erstmal einen schönen Stufenaufstieg hier hingelegt. Hier schon mal für den Anfang. So muss das definitiv sein. Hey, komm hier, Schildkröten-Eintopf hier. Zack, 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 hau drauf alles hier. Oh, Brokkolis. Yeah. Trolle. Yeah, ab in die Lava mit dir. Jawoll. Haha, sei nicht so stolz. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich diese Figur überhaupt erst habe. Freunde, und ich bin gerade gut drauf. Wet, hot, Tusselsbrut. Jawohl, haben wir auch mit dabei, Freunde. Passt doch sehr gut, die beiden. Passen doch wirklich sehr, sehr gut, die beiden. Muss ich doch mal so sagen, wie es ist hier, Freunde. Muss ich doch mal so sagen, wie es ist hier. Zack. Eigentlich brauche ich gar keine Angst haben, weil so viel Lebenspunkte, Freunde, passiert uns gar nichts. Der hat jetzt schon mehr als Blaster meint auf Stufe 20. Und nochmal, wow, Lava-Ausbruch. Jawohl, hahaha. Ich koche über. Spring, mein Schäfchen, spring. So, jetzt wechseln wir mal zum Tusselsbrut. Boah, coole Attacke, oder Freunde? Jetzt zack, schön in die Säure gerannt, die... was war das nochmal? Was war das denn nochmal? Shield Shredders? Ich glaube ja. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Sahen aber so aus. Oder Brawl and Chains, aber ich glaube, das waren eher Shieldies. Ja, habe ich nie aufgepasst, Freunde. Habe ich gar nicht aufgepasst. Oh, der Schildi, der wird aggressiv. Der Schildi wird aggressiv. Hallo, hallo. Schnell. Schöne Sache. Gedämpfter Brokkoli. Zack. Ja, der hat auch wieder super gepasst. So, Stufe 3. Nein. Boah. Eine Orange brauchen wir aber nicht. Wir haben 1160 Lebenspunkte. Jetzt schon, Freunde. Das ist so geil. Das ist so mega geil. Und jetzt hier nochmal, zack, dreimal die Eruption, dreimal direkt dem Schildi gegeben, was da braucht. Oh, jetzt kommen die Trolle wieder. Jetzt kommen die Trolle wieder, Freunde, jetzt kommen die Trolle wieder. Zack, daneben. Und zack. Ah. Juhu. Mal ein Troll. Guck mal, unsere Magma-Kugel, die zieht jetzt schon 96 Schaden ab. Also hier unsere Feuerkugeln, die wir schleudern. Jetzt schon 96er Schaden. Das ist so brutal. Das ist unfassbar, diese Elite-Figuren. Ne? Ich sag es euch, die sind so mega. Yeah.
Oh, ein Schwert noch. Okay. So, wir können ja nochmal wechseln hier, Freunde. Zack, so alles verstinken hier. So, jawohl. Hier wieder. Zack, zack, zack. Sehr gut. Ah, das war's, Freunde. Okay, haben wir geschafft. Schade, kurz vor Level 5. Ich dachte, das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Ey, Mann, so ein Mist aber auch. Hm. Ah, ärgert mich ein bisschen, aber was soll's, Freunde. Trotzdem sehr, 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 sehr cool. Ich habe Aeons Elite Raptor. Ich habe Aeons Elite Raptor. Mach mal bitte Platz. Wir müssen einmal nochmal gucken, wie er aussieht. Einmal in Großaufnahme. Von der Seite, von hinten, von da und von da. Juhu. Juhu. So, sollen wir uns mal die dritte Attacke hier kaufen, Freunde? Sollen wir das machen? 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 Die dritte Attacke ist die, ja. Drücke 3, um Magma-Kugel zu spucken. Die können wir uns ja einfach gönnen. Komm, Freunde, der GG steht für gediegenes Gönnen. Das nehmen wir mit. Zack, da haben wir auch noch seine dritte Attacke. Wie viel zieht die ab? 240er Schaden, meine Güte. Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss man mal wirklich neidlos anerkennen, Freunde. Muss man mal wirklich neidlos anerkennen. Freunde, das war es von meiner Seite aus gewesen. Das war Aeons Elite. Eoraptor kriege ich den da draufgestellt. Ja, wie auf dem Podest, Freunde. Dort wird er euch nochmal präsentiert. Da könnt ihr nochmal hören. Und in dem Sinne, Freunde, war es das von meiner Seite aus gewesen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch Aeons Elite Eoraptor gefällt. Und in dem Sinne, Freunde, bedanke ich bei euch fürs Einschalten, Zuhören und alles andere. Auch ich wünsche euch was. Dankeschön, haut rein. Und tschüss.